Der Vercors ist ein Gebirgsstock im äußersten Westen der französischen Alpen. Im Mai 2016 war ich dort mit ein paar Freunden unterwegs. Den Reisebericht dazu gibt es in der nächsten Folge. Diese Folge zeigt ungeschnitten die Auffahrt auf den Col de Rousset von der Südseite bis zum Scheiteltunnel. Erklärbär Wikipedia weiß über den Pass Folgendes. Der Pass verbindet die südliche Hochebene des Vercors mit der Provence und bildet die Klimagrenze zwischen den feuchteren Nordalpen und den trockeneren und sonnigeren Südalpen. Die Straße überwindet den Pass auf 1254 Metern Höhe, mithilfe eines 1979 erbauten Tunnels, der einen parallelen Vorgängerbau von 1866 ersetzte. Die eigentliche Passhöhe befindet sich auf 1367 Metern Höhe und ist nur zu Fuß erreichbar. Der Link zum Wikipedia-Artikel ist im Abspann aufgeführt. Wenn du magst, dann zähle doch mal die langsam fahrenden Autos, Reisebusse, Lastwagen und andere Verkehrshindernisse, die wir während der Fahrt überholen mussten. Bis dahin halte ich ab jetzt meine Klappe, damit die Fahrt mit purem Sound genossen werden kann.
Hast du mitgezählt? Richtig, kein einziges mehrspuriges Fahrzeug mussten wir überholen. Natürlich fahren hier auch Autos, doch bei der überschaubaren Verkehrsdichte kann man unter der Woche durchaus das Glück einer freien Fahrt haben.